5. Januar 2017, Maritim Hotel Magdeburg. Über 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport waren der Einladung der Industrie- und Handelskammer Magdeburg zum traditionellen Neujahrsempfang gefolgt. Das Motto in diesem Jahr lautete Quo Vadis Deutschland. Nach einer musikalischen Einleitung vom Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode begrüßte IHK-Präsident Klaus Olbrecht die geladenen Gäste. Ein traditioneller Rückblick und natürlich ein Ausblick in das neue Wirtschaftsjahr waren Themen seiner Ansprache. Auch auf die Notwendigkeit der Fertigstellung der A14 ging er in seiner Rede ein. Der vor dem Bundesverwaltungsgericht geschlossene Vergleich zum Weiterbau der A14 nördlich von Magdeburg ist nicht nur eine gute Nachricht für die Wirtschaft und die Bürger in der Altmark, sondern für ganz Sachsen-Anhalt. Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff, sprach über seine Erfahrungen mit der sogenannten Kenia-Koalition im Land und die sich daraus ergebenden neuen Chancen. Ebenso macht er sich stark für den Weiterbau der A14 und blickte positiv auf das neue Wirtschaftsjahr voraus. Wir haben ein positives Wirtschaftswachstum und deswegen haben wir die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1990 in Sachsen-Anhalt. Dass wir in einem Dezember 9,0% Arbeitslosenquote haben und wenn wir sozusagen die zusätzlich hier auch mit registrierten Flüchtlinge, die wir sukzessive auch in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, noch rausrechnen würden, irgendwo bei 8,2% liegen. Wenn man mir das vor 16 Jahren, als ich in die Landesregierung gekommen bin, gesagt hätte, als wir noch eine Unterbeschäftigung vom Dreifachen hatten im Lande, dann sage ich mal, haben wir doch gemeinsam was bewirkt. Gastredner war in diesem Jahr Wolfgang Bosbach, Mitglied des Deutschen Bundestages. In seiner Festrede lobte der CDU-Politiker den Aufbau Ost der vergangenen 25 Jahre. Wenn ich sehe, was wir, genauer gesagt Sie, in den letzten 25 Jahren geschafft haben, das ist doch toll. Es war eine Revolution, es war die totale Umgestaltung aller gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in kürzester Zeit. Ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen werden musste. Es war doch ein im Weltmaßstab einmaliges historisches Ereignis ohne jedes Vorbild, was es auch nur noch einmal in der Geschichte der Menschheit geben kann, falls eines Tages Nord- und Südkorea sich vereinigen sollten. Wie wichtig der digitale Wandel der Wirtschaft ist und welche Herausforderungen er mit sich bringt, waren eins der vielen Themen in seiner hochinteressanten Rede. Die wichtigste Investition ist die Investition in die Köpfe unserer Kinder. Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer haben ebenfalls persönliche und wirtschaftliche Erwartungen, die sie im Jahr 2017 erfüllen möchten. Ja, wir hatten 2016 ein sehr gutes Geschäftsjahr und wir hoffen natürlich, diese Entwicklungen aus 2016 in 2017 fortsetzen zu können. Wir planen im Unternehmen weitere Investitionen, hoffen mit dem positiven Geschäftsverlauf natürlich auch die Arbeitsplätze weiter zu sichern, auszubauen und insgesamt zu einer positiven Entwicklung in der Region beizutragen. Ja, meine Erwartungen sind, dass wir als Personalberatungsunternehmen eine größere Offenheit haben bei den Unternehmen hinsichtlich des Personalthemas und dass wir uns einfach generell dem Thema Personal aufgeschlossener verhalten. Auf jeden Fall, dass wir gesund bleiben. Und dass wir den wirtschaftlichen Aspekt hier, so wie auch in den ganzen Festreden heute gehört, wesentlich stärken können. Denn mit der wirtschaftlichen Kraft sind auch die sozialen Gesichtspunkte zu sichern und weiter auszubauen bzw. eben zu gestalten. Ich bin ganz optimistisch in das neue Jahr gestartet. Also Vorhaben für das eigene Unternehmen, natürlich das weiter voranzubringen, die Visionen zu entwickeln, die da sind. Und ja, persönlich natürlich auch, ja, dass wir eben in diesem sozialen Umfeld, in dem wir leben, weil nur dann geht das Berufliche auch, dass wir dort ein starkes Fundament haben.